Hi Folks, Zeit für ein ziemlich außergewöhnliches Unboxing. Ich habe hier gerade ein Paket bekommen und das wird meine Nerdzentrale komplett verändern. Alarm! Alarm! Mein offizielles Unboxing-Messer habe ich eben schon benutzt, denn ich habe diesen riesen Karton, den ihr hier seht, schon mal etwas vorbereitet. Der ist tatsächlich schon geöffnet und wer aufmerksam aufgepasst hat, der sieht, irgendwas in meinem Setting hat sich verändert. Und zwar fehlt da etwas. Das wird nämlich jetzt durch den Inhalt dieses Paketes ersetzt. Ich habe mir nämlich eine komplett individuelle Lampe machen lassen. Das ist schon einige Zeit her, als ich auf Instagram den FX Lights Shop entdeckt habe, wo ich erstmal dachte, ist das denn alles okay? Ist das nicht wieder irgendein Fake? Nicht, dass ich da wieder irgendwie reinfalle. Hab mir dann die kompletten Beiträge von dieser Instagram-Seite angeschaut, hab mir die Kommentare durchgelesen, hab dann auch mal ein bisschen auf Facebook geguckt und für mich war das Ganze dann absolut safe. Ich habe mich dann mit dem Shop auseinandergesetzt, hab mich mit denen ein bisschen verständigt, was kann man machen, was ist überhaupt alles möglich, wie hoch sind die Kosten, dazu komme ich aber später noch und hab mich dann dazu entschieden, mir eine individuelle Lampe gestalten zu lassen. Die Möglichkeiten sind, wie gesagt, unbegrenzt eigentlich und deswegen habe ich mir die Schriftart, die ich ja auch in den letzten paar Monaten schon benutze, aus meinen Thumbnails ausgesucht und zwar ist die Schriftart Bangers. Jetzt wollen wir uns aber einfach mal den Inhalt dieses Paketes anschauen. Ich habe überhaupt noch nicht reingeguckt, ich habe es tatsächlich nur geöffnet, ich bin super, super neugierig und sehr gehypt, wie das Ganze aussehen wird, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen jetzt einfach mal rein und packen erstmal das ganze Verpackungspapier weg. Und als erstes sehe ich hier ja, zwei Ständer. Das sind wahrscheinlich die Ständer für die Lampe. Das ist auf jeden Fall alles 3D-Druck. Deswegen finde ich das auch super cool. Das ist total stabil. Also fühlt sich auch echt wertig an. Dann haben wir hier das Netzteil. Für alle schon mal ein bisschen Werbung. FX Lights, der Lichtshop deines Vertrauens. Ihr wisst alle, mit Licht kriegt man mich immer. Und deswegen gab es auch eigentlich, gab es für mich kein Vorbeikommen an einer solchen Geschichte. Denn das musste einfach sein. So, wie gesagt, hier haben wir den Controller, hier haben wir das Netzteil. Aber wir wollen natürlich das Herzstück dieses Paketes sehen. Und das Herzstück dieses Paketes ist natürlich die Lampe. Guckt hier nochmal gerade rein. Gut, das ist natürlich keine Lootbox. Da kann nicht noch irgendwie was drin sein. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal hier das gute Stück an und ich bin einfach nur richtig, richtig gehypt. Man muss auf jeden Fall sagen, auch sehr, sehr gut verpackt. Das ist alles richtig gut geschützt. Kann nichts passieren. Oh ja, so langsam wird es was und oha, Leute! Leute! Oh mein Gott. Was soll ich sagen? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das Ganze kann man sich natürlich auch gerne mal von hinten anschauen. Da ist die ganze Technik verkabelt. Da steckt einiges an Arbeit drin. Und das Ganze ist komplett handmade. Und ich finde das einfach nur super, super geil. Bernies Nerdzentrale. Eine 3D gedruckte Lampe. Und die werden wir uns jetzt gleich natürlich nochmal in voller Action angucken. Und ich finde sie ja so alleine schon richtig, richtig geil. Was ich dazu sagen muss, ist, dass die vorher tatsächlich von mir persönlich ein bisschen anders geplant war. Ich hätte es nämlich gerne so gehabt, dass Bernies und dann darunter komplett Nerdzentrale stand. Mir persönlich wurde dann aber empfohlen, lass uns das ein bisschen anders machen, weil sonst sind die Buchstaben zugequetscht und sonst kommt das Licht nicht richtig durch. Und das wäre natürlich schade gewesen.
Apropos Licht, wir schauen uns jetzt diese Lampe, dieses Schild, wie auch immer ihr es nennen wollt, einfach mal in Action an. Die Lampe steht, sie ist voll funktionstüchtig. Das ging auch relativ schnell. Ihr müsst euch einfach mit einem QR-Code eine App runterladen aus dem jeweiligen Store. Das Ganze dann mit eurem Wi-Fi-Netz irgendwie verbinden. Und schon seid ihr in dieser App und habt, wie ich das gerade gesehen habe, unfassbar viele Möglichkeiten da irgendwelche Sachen zu konfigurieren. Es ist einfach wirklich Wahnsinn, wie viele Effekte, was es hier alles gibt. Also ihr könnt alles einstellen. Ich habe das jetzt einfach mal so gelassen. Ich finde, das sieht einfach gerade ziemlich geil aus. Es ist aber auch egal, welcher Effekt oder welche Farbe. Ich bin einfach komplett verliebt in diese Lampe, in dieses Schild von FX Lights. Ich finde es einfach nur mega. Ich muss einfach nochmal sagen, der Support von den Jungs und Mädels ist einfach bombastisch. Die haben mir da sehr unter die Arme gegriffen, haben mich da super gut beraten und das Endprodukt seht ihr ja da. Es ist einfach Wahnsinn. Es sieht einfach nur richtig, richtig gut aus und es ist definitiv etwas, was meine Nerdzentrale aufwertet, woran ich mich erfreuen kann. Und ich denke vor allen Dingen, es ist auch echt ein absolut optischer Hingucker für meine zukünftigen Videos. Ihr könnt mir jetzt natürlich sehr, sehr gerne einfach mal eure Meinung zu meiner neuen Lampe unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir ein bisschen was da unten da lassen würdet, denn ich bin einfach nur ziemlich happy gerade, wie man das wahrscheinlich sieht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dieser Lampe, zu FX Lights, dann natürlich, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall die Webseite und auch die verschiedenen Social Media Auftritte von FX Lights dalassen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch die Lampe gefällt, gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut euch auch hier meine letzten aktuellen Videos an. Das wird mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Bock habt, in Zukunft noch mehr von mir zu sehen und nichts verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Ansonsten werde ich mich jetzt da an meiner Lampe erstmal so ein bisschen erfreuen und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.